ich denke mal, inklusiver Unterricht insgesamt bietet die Chance, dass Kinder gemeinsam aufwachsen, sich kennenlernen und vor allen Dingen voneinander lernen. Das ist einfach das Wichtigste. Und wenn wir jetzt hier auch die Lehrkräfte dabei unterstützen, wie sie inklusiven Unterricht auch im Sport gestalten können, dann ist das, glaube ich, etwas sehr Hervorhebenswertes. Ja, die Ziele sind vor allen Dingen, dass Kinder sich kennenlernen, dass sie wissen, sich gegenseitig unterstützen zu können, sich auch aufeinander verlassen zu können. Und wenn man gemeinsam Sport treibt, dann ist man ja auch darauf angewiesen, dass man in einer Mannschaft gewinnt. Und da muss jeder jedem helfen. Ja, die Sportlehrer haben ja sehr viel Kompetenzen im Rahmen ihrer Ausbildung und ihrer Tätigkeit auch erworben. Wenn sie in heterogenen Lerngruppen entsprechend Sportunterricht dann durchführen müssen, da brauchen sie einfach nur noch mal wieder den Mut, das, was sie schon längst auch können und anwenden, in anderen Zusammenhängen anzuwenden. Und diese Broschüre hilft eben, praktische Tipps zu geben, auf Übungen hinzuweisen und natürlich auch den Lehrern Mut zu machen, das Neue auch mal auszuprobieren. Ich denke mal, die Special Olympics in Hannover, die werden ein großartiges Ereignis sein, bei dem man natürlich sehen kann, wie Menschen mit Behinderungen Sport treiben, wie das aber vor allen Dingen allen Menschen Spaß machen kann. Nur 5% aller behinderten Menschen treiben Sport aktiv. Hier haben wir richtig Luft nach oben und das beginnt hier unten in der Schule vor Ort, wo Sport getrieben wird. Aber für mich ist wichtig, dass gemeinsamer Sport als Erfolg selbstverständlich in allen Schulen selbstverständlich wird, dass in den Vereinen selbstverständlich wird und dass so Projekte wie Partner des Leistungssports, des Vereinssports, Gemeinsamkeiten von vornherein deutlich werden. Und wenn die Trennungen, die bisher noch da sind, der getrennten Organisationsformen einheitlich sind und jeder Sport treibt irgendwo, vielleicht mal gar nicht, wer weiß wo genau, Hauptsache er treibt Sport und Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam. Ich selbst habe das, das wissen Sie auch, gemeinsam erlebt. Ich bin mit 21 Jahren erblindet, ich treibe weiter Sport in verschiedenen Gruppen, das bringt mir auch Spaß. Ja, das Thema als solches hat mich natürlich sehr interessiert und gefesselt und wir waren einfach auch eine tolle Gruppe mit interessanten Menschen und ja, ich war sehr gespannt auf diese Zusammenarbeit und ja, habe mich deshalb auch dafür entschieden. Wir haben uns überlegt, was können wir tun, um die Kinder, die wir aus unserem Alltag kennen, gut in den Sport einzubinden und auch Kollegen etwas an die Hand zu geben, damit ihnen das mit ihren Schülern gelingen kann. Ja, Hilfestellungen zu geben, Tipps zu geben, wie Sport mit Schülerinnen und Schülern mit Handicap funktionieren kann.